Der Hintergrund ist ein grundlegendes Abkommen zwischen dem Europäischen Parlament und den EUIE künstliche Brennstoffe, die mit grünem Strom hergestellt werden sollen. Der Leiter der EU-Kommission Ursula von der Leyen war auch zuversichtlich, dass eine Lösung schnell im Streit gefunden werden würde. In diesem Fall ist die Zeit von entscheidender Bedeutung, sagte der Politiker nach dem ersten Tag eines EU-Gipfels in Brüssel. Das Projekt ist eine wichtige Säule, um die EU-Klimaziele zu erreichen. Und deshalb intensivieren wir die Gespräche und ich bin zuversichtlich, dass wir bald eine gute Lösung finden werden.